intelligent. Ich nehme an, sie ist von edlem Blut. Ja, aus einer sehr angesehenen Familie von Akademikern. Und so jung. Ich beneide sie. Die Kinder der Nacht, wie schön sie singen. Angenehme Träume, junger Freund. Ich bin gelandet in der Unterwelt, in einem Schloss, dem jede Regung fehlt, so kalt wie ein Meer aus Stein. Ich halte mich wahr mit einem Bild von dir, dein helles Lachen, ach, wie fehlt es mir, bin wach und will bei dir sein. Draußen. Bei dir sein mit einem besonderen Geschenk. Hm.
sie haben sich geschnitten. Ich konnte hier keinen Spiegel zum Rasieren finden. Es gibt auch keinen hier im Schloss. Ein Spielzeug der menschlichen Eitelkeit. Völlig nutzlos. Sie müssen besser aufpassen. Hätten Sie vielleicht die Güte, mit mir einen Blick in den Kaufvertrag zu werfen, den man... Was tragen Sie damals? Das Kruzifix. Meine Zimmerwirtin in Bistritz hat es mir gegeben. Sie sagte, für die Reise nach Transsilvanien. Ich sagte Ihnen bereits, wir sind ein abergläubisches Volk. Der Kaufvertrag... Eines noch! Schlafen Sie nirgendwo hier ein, außer in Ihrem eigenen Zimmer. Wenn Sie nur einen Anflug von Müdigkeit verspüren, eilen Sie unverzüglich auf Ihr Zimmer. Das mache ich. Wenn nicht, kann ich für die Folgen nicht garantieren. Gute Nacht, mein Freund. Ich bin wie gefangen hier. Man spielt ein schauerliches Spiel mit mir. Ein Fluch liegt auf diesem Ort. Es steht ein Ziel in diesem irren Mann. Lässt er mich laufen oder greift er an? Ein Ausweg, schon bin ich fort. Was soll ich tun? Wo geht's hier raus? Der Kragen wird mir eng. Ein Spinnennetz, in dem ich wehrlos häng. Ich höre Stimmen aus der Unterwelt. Man lacht, als ob man mich zum Narren hält. Es klingt wie schwarze Magie. Auf deine Antwort warte ich tagelang. Ob hier ein Brief von mir nach außen drang, erfahr ich am Ende nie. Lass dich von mir verführen. Willst du